Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück hier zu dem Open 24 Hours. Als wir das letzte Mal aufgehört haben, haben wir hier mit dem verstaubten Easy Pete geredet. Und ich sage mal, wir gehen hier zurück zu unserem Take It Easy Boy. Also, Howdy. ja, Howdy Boy. Wissen Sie ja, dass wir dich angegriffen haben? Sie waren in einem Prospektor. Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Nee, erstmal Kerle. Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage Tja, ich. seine Augen wurden wohl auf Eis gelegt. Brr. Ja, ich weiß, es fängt heute sehr schlecht an, unser Let's Play. Aber da kümmere ich mich nicht ganz drum. Denn sie waren ein Prospektor und haben sie nach Gold und Silber gesucht. Na, na, man steht über den alten Gebäuden rum, nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrott sammeln, aber das fand ich blöd. Oh, Für mich fandest klingt du's das nach blöd? kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Aha. Vielleicht, ich habe gehört, dass man bei Fallout New Vegas auch kleine Jobs machen kann. Vielleicht gibt es das ja als so eine Art kleinen Job, wie bei Skyrim kann man Holz hacken gehen, Bären töten gehen. Und was weiß ich nicht, was ich wollte, aber in Skyrim nicht ganz reinspielen. Denn ich werde mir eine Capture Card oder sowas in der Art holen. Und werde unser Gameplay dann auf der Xbox aufnehmen. Das bedeutet, dass wir dann auch Call of Duty die besten Momente haben könnten. Skyrim, Let's Play. Ein Sektion 8 Monster Duper Online Gameplay Video. Ja. Und jetzt sind wir aber gerade bei Fallout New Vegas auf dem PC. Also sage ich, fragen wir hier unserem Easy Pete Obby hier. Also haben Sie bei den Prospektionen je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Oh. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu Den Hoover erobern. Damm. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Ja. Also, damit sind wir schon mal gewarnt. Warum ist Hoover Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Ah. Region. Logisch eigentlich. Wenn man so drüber überlegt, ist das ja eigentlich mehr als logisch. Wofür verwenden Sie diese Großhörner, die er ja Meist für züchtet? Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich Aha, schon werden. wieder eine Warnung. Scheinbar ist das ganze Gebiet gefährlich. Wissen Sie etwas über Viktor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends Ja. hinpasst. Also, um für die Leute, die es nicht verstanden haben, Viktor ist der Roboter, der uns da aus unserem Grab rausgeholt hat, weil wir wurden ja draufgeschossen von ein paar bösen Leuten. Und Viktor war derjenige, der uns gerettet hat. Also, ich sage, Easy Pete, auf Wiedersehen. Yep. Yep! Yep! Und mit so einem enthusiastischen Yep gehen wir jetzt hier rein. Lade, lade, lade. Platz, Cheyenne.
Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Ah, das ist ja auch sehr rekonfertierend. Das sagt sich so nicht in Deutsch. Das ist ein sehr schlechtes Wort. Und habe ich gerade selber ausgedacht. Aber mir auch scheißegal. Doc Mitchell meint, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ich muss nach Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit? Was machen Sie hier? Sprechen wir über die Gebiete um Good Springs herum. Auf Wiedersehen. So, ich sage erstmal, Doc Mitchell hat mich gesendet. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Das ist wahr. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Ja, darf ich die nicht die anderen Sachen jetzt noch fragen, oder? Headshot. Naja, so böse wollen wir jetzt auch nicht sein. Moin, moin. Alles hier. PC. Ich will aber jetzt hier nicht böse werden, ne? Wir wollen hier ja niemanden, ne? So reden wir mit dem. Doc Mitchell weiß wirklich, was er tut, ja, nicht ja. Wahr? Hast du wohl recht. Boah, ey, all dieses Alkohol. Upsala. Das tut mir leid. Oh, wie schade. Fällt da was runter. Das tut mir so leid. Ich habe ein bisschen Unordnung gemacht. Oh. Was gibt's hier? Ein Klo. Hier war, glaube ich, auch mal ein Klo. Und hier ist zu. Ja, lasst uns hier die Tür öffnen. Hat ja gesagt, wir sollen sie hinten... Oh, da hinten ist so ein... Stein, Stachel, Viech mit Ohren. Oh, bist du putzig? Oh, du bist so putzig. Lasst uns hier, ne? Da hinten wartet die auch schon auf uns. Mit ihrem süßen kleinen Husky. So, wow. Sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Meine leichteste Übung. Ja. So ist es richtig. Bam, Headshot. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Bam, das Headshot. Guter Schuss. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Tja. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Das weiß man nicht. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Ach komm, südöstlich, lasst uns erstmal nachladen hier, Kindchen. So, sind wir doch glücklich. Lasst uns dann hier aufstehen und weiterlaufen. Ja, wie rennt man? Rennen, hallo, hier, jetzt so, rennen. Vielleicht hier, nein, da, nein, auch nicht. Wie rennt man, hallo? Da, so sehen wir aus. Hier in diesem neuen Let's Play. Ganz schön schwul, ich weiß. Aber naja, Sims war noch nie meine Spezialität. Aber naja, rennen, wie ging rennen nochmal? Rennen, Doppelklick, nein. C, nein, W. Was? Was ist das? Okay. Ich will raus, Escape. Nein. Okay, schön für dich. Ja, sei... Ach, schließen. Nein, nix anschießen. Zurück. Hallo. Ah, da hatten wir ja noch mal Glück. Boah, ich hab schon gedacht, wir schießen hier da glatt ins Bein, ey. Wäre der Hund auf uns drauf gegangen. So, wo willst du hin, ne? Wie heißt du nochmal? Sunny. Wo willst du hin, unsere kleine Sunny Smiles? Schmiles. Willst du hin, Schmiles? Schmiles. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Aha. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Aha. Also,
Dies sind auch schon unsere 10 Minuten, also sage ich bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüssi!